Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. Heute machen wir das Ganze mal etwas anders. Denn das ist keine Aufnahme während ich spiele. Ich hatte es gestern in der Folge bereits erzählt. Ich habe am Freitag mit einer Freundin abends DBD gespielt und da wir ein bisschen privat nebenher quatschen wollten, habe ich so gesagt, ich nehme mal auf und zeige meine Archivaufgaben vom Eventarchiv. Hier habe ich übrigens die Aufgabe 25 von diesen Spuren aus dem Jenseits zu sammeln. Und ja, dann habe ich gesagt, ich nehme das mal auf, falls wir gute Runden haben und kommentiere die nachträglich nach. Das ist ein bisschen weird, jetzt auch für mich. Ich weiß auch nicht, ob das gut wird oder nicht. Aber schauen wir einfach mal. Ich muss sagen, mein Gedächtnis funktioniert sowieso nie gut. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie die Folgen so alle abgelaufen sind, was so passiert ist, wie spannend es war. Ich glaube, wir hatten 1, 2, 3 gute Runden. 3, 4, 5, 6 schlechte Runden. Gucken wir einfach mal, wie das so läuft. Und ich versuche einfach mal jetzt das zu kommentieren, was ich sehe und was ich hier so gemacht habe am Freitag. Hier weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh, will der Ace sich jetzt etwa sterben lassen? Und bin da schnell hin. Und er wollte dann unterm Haken heilen und ich dachte so, boah, nee, nicht unterm Haken. Ich bin bei unterm Haken heilen, wenn der Killer gerade keinen anderen Survivor jagt, finde ich unterm Haken heilen echt schwierig. Ich weiß, ganz viele machen das nur so und machen das immer so. Aber ich persönlich finde es halt schon irgendwie schwierig. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass dadurch, dass ich ja jetzt das Bild quasi auch nur abcapture mit einer Bildschirmaufnahme, dass die Qualität da natürlich drunter zu leiden hat jetzt. Halleluja, ich leuchte, ne? Ich leuchte und er hat mich nicht gesehen. Alter Schwede. Ja, also es kann natürlich sein, dass die Qualität jetzt ein bisschen schlechter ist, weil ich selber gerade das Bild nur vom Player abcapture. Ich aber nicht das Originalmaterial jetzt hier wieder drüber legen will, weil am Ende passt dann Ton und Bildspur wieder nicht zusammen. Naja, man kennt's halt, ne? Aber ich glaube, das ist für diese Zusatzfolgen in Anführungsstrichen schon okay, wenn da die Qualität nicht so 100% ist wie sonst. Ich meine, ich nehme ja auch sonst nur in 2K auf, damit ich den besseren Player kriege auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber YouTube hat 2 verschiedene Videocodecs von Playern. Und wenn du einen kleinen Popelkanal hast, so wie ich, dann kriegst du immer den schlechteren Player. Das heißt, deine Videos sehen immer matschig aus und immer pixelig und alles. Auch wenn du in einer guten Qualität aufnimmst. Ich habe das damals bei The Last of Us 2 gehabt und ich finde heute es so furchtbar, dass dieses Let's Play so matschig ist. Ich habe auch schon überlegt, The Last of Us nochmal aufzunehmen und den zweiten Teil und einfach nochmal zu spielen für YouTube, weil dieses Matschbild regt mich einfach auf. Da habe ich eine kassiert. Und ich habe damals nicht gewusst, woran das liegt und warum das Bild so matschig ist, bis ich mich dann irgendwann mal tatsächlich hingesetzt habe und mich mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt habe und dann halt festgestellt habe, dass YouTube verschiedene Codecs hat von Playern und sie müssen ab 2K den besseren Player nehmen, weil der billigere, günstigere Player 2K nicht darstellt. Deswegen als Tipp für jeden kleineren YouTube-Kanal, wenn ihr eine super Qualität auch in 1080p haben wollt, das wird es nicht geben. Nehmt in 2K auf. Das ist minimal ein bisschen besser als 1080. Naja, 1440. Aber ihr kriegt den besseren Player und das auch bei 1080 dann, wenn man die Qualität wieder runternimmt. Ja. Nur mal so am Rande und ich hänge am Haken. Ich wollte eigentlich das Spiel kommentieren und nicht über alles Mögliche reden, aber hey, ich habe mal Gelegenheit, auch nebenher zu quatschen und mich nicht auf dieses Spiel zu fokussieren. Ja. Da werde ich gerade gerettet von meiner Freundin. Meine Freundin ist übrigens immer die Klödi. Immer die Bio-Verkäuferin Klödi.
Das ist wohl meine Freundin. Ja. So, dann habe ich erstmal gesehen, dass ich Land gewinne hier. Ah, das war ein Geist vom Killer. Aber ich glaube, ich habe meine Archivaufgabe habe ich auf jeden Fall schon erledigt, ne? So, einmal Schrank heilen. Nochmal kurz warten, ob was passiert. Ich war mir nämlich zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob der vielleicht Nöt hat oder Nöt. Barbecue hat. Deswegen bin ich ja erstmal am Schrank geblieben. Ah, ich weiß auch gerade wieder, wie die Runde ausgeht. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ja. Ich mag halt die Map auch nicht so richtig. Die ist, seitdem die halbiert haben, finde ich die so klein. Ja, ich verstehe es, warum sie die halbiert haben. Weil die halt für manche Killer mitunter echt riesig ist. Aber ich fand das schöner, als die noch größer war. So. Einmal kurz heilen. Und da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, oh Scheiße, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Aber er hat sich ja dann den Ace gekrallt. Hier habe ich nach einem neuen Totem gesucht. Ah, da hat es den Ace erwischt. Verdammt. Aber ansonsten muss ich sagen, merkt man das Event nicht so krass wie manchmal sonst. Also ich fand früher, also was heißt früher, so vor einem Jahr oder zwei Jahren, war immer, wenn Events waren, hattest du entweder nur Killer, die ihren 4K wollten und geslackt haben und alles und nur noch gecampt und getunnelt haben. Oder du hattest Killer, die ganze Zeit nur farmen wollten. Ich meine, jeder freut sich mal über eine Farming-Runde zwischendurch, ne? Aber wenn du dann 5 Killer hintereinander hast, die nur farmen wollen, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Das war früher, finde ich, bei einem Event sehr viel mehr, als es heute der Fall ist. Also ich hatte jetzt während des gesamten Events, was ich bis jetzt gespielt habe, nicht einen Killer, der farmen wollte. Was ich gut finde. Wie gesagt, man freut sich mal drüber, aber im Großen und Ganzen ist es halt schon nervig. Ja, wir kommen dich retten. Der Ace und ich. Haben wir hier noch mal schnell hochgeheilt. Schwupp. Und ich weiß noch, dass meine Freundin zu mir gesagt hat, ah, jetzt werde ich gejagt. Und ich habe gesagt, komm, geh zum Ausgang. Schaffst du es zum Ausgang? Ja. Ich habe nur überlegt, das Totem kurzzeitig zu machen. Dann dachte ich so, nee, es ist ja eh alles offen. Ja. Ich habe dann gedacht, so, ach verdammt, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, stelle mich mal schnell in den Schrank. Und habe gedacht, warte, bis der weg ist und hol sie dann. Aber dann waren ja die anderen beiden schon da. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht realisiert in dem Moment. Die haben sie gleich abgefarmt. Und dann gab es hier ein wildes, wüstes Durcheinander. Und ich bin hinterher gerannt. Und bin dann abgebogen. Hab dann gedacht, geil, lass uns durch den Void gehen. Da kommen wir direkt am Ausgang raus. Bin aber ein bisschen dumm gewesen.
Imbeut. War eine dumme Idee, Imbeut zum Ausgang gehen zu wollen, weil, wo habe ich mich hingeportet? Richtig, wieder in die Haupthalle. Das war die dümmste Entscheidung ever. Wirklich. Das war einfach so verdammt unnötig. Das war so einer dieser Momente im Spiel, wo du denkst, ich habe eine coole, kluge Idee. Ich gehe durch den Void und dann stirbt man einfach, weil man zu langsam ist, um einen Ausgang zu finden. Der Killer wird sich auch gedacht haben, was macht die da oben? Was zur Hölle? Ja, das war nicht einer meiner besten Momente. Das muss man sagen. Aber ich habe immerhin meine Aufgabe erledigt gehabt. Also von daher, shit happens. Yay. Der dezimierte Borgo. Auch in den nachkommentierten Folgen sind wir natürlich auf meiner absoluten Lieblingsmap. Nicht. Diese Map liebt mich anscheinend. Ich sie nicht, aber sie mich. Irgendwas verbindet uns. Ja, ich habe hier die Aufgabe, diese Bobbles einzusammeln. 5 Stück, die hier über die Map fliegen. Das macht man ja automatisch, wenn man durchrennt. Also das geht ja relativ einfach und fix. Und entschuldigt eben das abrupte Ende von der Runde davor. Aber mir ist einfach das Video zugegangen. Und ihr habt meinen Desktop gesehen und da waren Sachen drauf. Die wollte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich beende die Aufnahme lieber. Ja, kommen wir aber mal zu dem zurück, was ich hier gerade fabriziere. Ich suche mal wieder ein Totem. Einfach, damit ich mich heilen kann und damit ich ein bisschen schneller repariere. Aber auf dieser Map ein Totem zu finden, ist ja immer so eine Sache, ne? Und guck mal. Archivaufgabe schon erledigt. Traumhaft. So muss das. Da. Totem gefunden. So, jetzt machen wir Totem. Und dann gucken wir mal, was wir hier reißen können in der Runde. Ja. Bei meiner Freundin ist schon fast ein Generator fertig und ich habe noch nicht mal irgendwie was gemacht. Oh. Na toll. Der Dude hat mich angeschossen. Genau, jetzt nehmen wir uns erstmal so ein Gerät und machen das Böbbelchen weg. Und dann habe ich gedacht, ach nee, ich lasse das Böbbelchen mal noch, weil der ist ja jetzt eh gerade nicht hier. Dann mache ich es lieber weg, wenn ich es wegmachen muss. Vielleicht kann ich noch einen zweiten Survivor mit helfen oder so dabei. Deswegen habe ich den Böbbel dran gelassen. Aber das sieht schon irgendwie merkwürdig aus, wie der da so an einem hinten dran hängt. Ich sehe gerade, meine Freundin wird gejagt. Fenster sind blockiert. Das haben wir dann da festgestellt. Dass die Fenster blockieren, wenn ein Generator angeht. Jetzt einfach den Generator hier durch, glaube ich. Katsching! Das ist ein sehr, sehr schönes Geräusch. So, erstmal ein bisschen Leerenergie abgeben. Dieses kleine Böppel hängt aber auch fest wie so eine Zecke, ne? Ganz, ganz furchtbar. Ja, der Ace wird gejagt, jetzt nicht mehr. Oh. Da weiß ich noch, dass ich versucht habe, uns beide irgendwie
im Kreis reinzukriegen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Sie war zu weit weg. Schade. So, einmal hochheilen. Gerät. Und dann wieder retten. Ich hasse es, wenn Killer immer gleich zurück zum Haken kommen. Ja, ich weiß, warum sie das machen und so, aber ich persönlich favorisiere das nicht. Ich war mir dann eben gerade erstmal nicht sicher, ob ich sie jetzt hochheilen sollte. Und dann haben wir aber gesehen, dass er gerade den Ace jagt, den einen. Und dann sind wir dann doch hier geblieben. So, hier so ein bisschen was abgeben noch. Meine Leerenergie ist schon wieder voll. Einmal um die Voids aufzumachen. Noch ein bisschen Energie. Geht aber das Ding weg. Jetzt muss ich wieder ein Totem suchen. Und die Voids sind wieder offen. Krabbelt mein Ohr gerade. So. Das Dingelchen da kaputt gemacht. Damit man hier ein bisschen reparieren kann. Ohne gleich wieder so ein Bibbelchen da abzukriegen. Ich glaube, hier war der Killer im Void. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der war auf jeden Fall auch irgendwann im Void. Aber hier nicht. Okay. Mir ist gar nicht aufgefallen gestern beim Spielen, dass dieser Bippel hinten auf dem Rücken bei meiner Freundin so zschim, 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 zschim gemacht hat, als der Killer in der Nähe war. Wo hätte der jetzt hier was mitgehabt, ne, um Jens zu treten? Also, dass der uns sieht, wenn der Generatoren tritt. Ich wäre so hinüber gewesen. Er hätte mich sowas von da hocken sehen. Hat er ja zum Glück nicht gehabt. Glaube ich. Bum bum. Einmal bibbelt's wieder ab. Kaputt. Da genau, da lagen dann beide Aces auf einmal. Also ich habe das gerade schon wieder nicht gesehen, warum auf einmal beide lagen. Irgendwie knapp hintereinander. Ich habe dann gesagt, ich gehe zu dem, der hängt. Hatte er den ja jetzt gerade aufgehoben? Ja, da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ist das jetzt so eine gute Idee, hier unterm Haken zu heilen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir doch lieber weggehen. Da hat er sich rumgedreht und ist wieder zurückgegangen, weil er gesehen hat, dass abgehuckt wurde. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Müssen wir wieder so ein Dingelchen holen. Bei dem einen Ding eben habe ich nicht verstanden, warum ich keine Energie abgeben kann.
Und dachte so, hey, wieso geht denn das nicht? Und dann fiel mir auf, ach ja, da war ja gerade der Ace davor dran. Manchmal, ne, checkt man Sachen einfach nicht. Es ist halt auch bei DBD, ne? Man denkt gar nicht, ich glaube, Leute, die DBD selber nicht spielen, können gar nicht einschätzen, wie komplex dieses Spiel eigentlich ist. In was für einem Sekundenbruchteil, entschuldigt, du manchmal Entscheidungen treffen musst. Das ist, ne, es sieht halt immer alles so easy peasy aus, auch wenn die ganzen Profis und die halt sehr, sehr viel und immer spielen, das sieht bei denen alles so einfach aus, mit dem Wegrennen und dann hier drüber springen und da rumrennen und hier wieder zurückrennen und so. Aber dass das alles wirklich Taktiken sind, die anwenden, ne, und dass das mit dem Mindgame auch gar nicht so einfach ist, das merken Leute, die selber DBD nicht spielen und teilweise, glaube ich, auch nur gucken, das können die, glaube ich, gar nicht so einschätzen. Mal abgesehen davon, dass beim Beifahrereffekt ja sowieso alles nochmal anders ist, ne, als wenn du selber spielst. Aber das ist schon, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Es ist ja auch manchmal so, mache ich jetzt erst den Gen fertig, rette ich zuerst, heile ich denjenigen erst, machen wir zuerst den letzten Generator an, hat derjenige welche vielleicht Adrenalin dabei. Das sind so Sachen und Faktoren. Ach ja, und hier habe ich irgendwie das EMP nicht auf die Kette gekriegt und ich habe es nicht verstanden, warum. Ich glaube, wenn ich mir das jetzt so angucke, war ich einfach nicht im Wirkungsbereich für diesen Büppel. Wisst ihr? Ich glaube, ich stand einfach zu weit von diesem Büppel weg und der war nicht in meinem Wirkungsbereich, wenn ich das jetzt so sehe. Aber ich habe da nicht verstanden, warum geht denn das nicht? Mein Gott, warum? Aber ja, ich glaube, ich hatte einfach nichts, was ich so mit dem EMP wegmachen konnte. Und da kommt er wieder. Und hier habe ich gedacht, shit, jetzt sieht er mich. Und dann ist er einfach weitergelaufen und ich dachte, holy moly, what the fuck? Was? Hier habe ich dann einfach ganz frech gleich das Ding kaputt gemacht. Ich habe nur gedacht so, was zur Hölle? Wieso hat der mich jetzt da nicht gesehen? Es ist halt manchmal, ne, bei DBD muss man halt tatsächlich einfach nur sitzen bleiben. Und hier kam die Nötklatsch und ich dachte so, na toll. Danke für nichts. Es spielen gerade sehr, sehr viele mit Nöten. Das muss man... muss man einfach mal sagen. Irgendwie. Ja, ja. Halt die Klappe. Da kam die Nötklatsche am Ende mal wieder. Ja, aber das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, weil ich hatte dieses Gespräch nämlich mit meiner Freundin auch an dem Abend, wo wir hier gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, in welcher Runde das war. Aber es ist halt, ne, DBD sieht halt einfach aus wie Verstecken und Fangen, aber es ist komplexer als gedacht. Und hier habe ich gedacht an der Stelle, what the fuck ist bitte hier passiert? Aber da hat bei mir, irgendwie hat es bei mir geleckt auf dem Server, keine Ahnung. Weil meine Freundin hatte das normal gesehen, quasi. Das ist halt einfach blöd, ist halt... braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, habe mich dann auf die Suche nach dem Nöt begeben? Und hab dann gedacht, gehe ich jetzt retten? Gehe ich nicht retten? Und ich dachte so, nee, scheiße, eigentlich nicht. Geh mal in den Schrank, wenn der jetzt aufhängt. Heil mich jetzt mal hoch. Habe den Ace am Haken sterben lassen. Ja, da bin ich. Da bin ich Anti-Mate. Ich habe ja letztens einen Kommentar gehabt, wie scheiße ich doch bin, dass ich nicht mal versuche zu retten. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht mit Freunden zusammenspiele, sondern mit irgendwelchen Menschen, die würden sich auch nicht für mich opfern am Ende. Wisst ihr?
Die würden auch gucken, dass sie rauskommen und überleben. Es ist nun mal so, wenn du nicht mit Freunden zusammenspielst, ist leider oft jeder sich selbst der Nächste. Es ist halt einfach so. Und dazu stehe ich auch, weil ich habe mich so oft für andere gerettet, bin für andere in die Bresche gesprungen, habe mich selber geopfert am Ende. Und wie wurde es mir gedankt? Nie. Ich wurde immer sterben gelassen, ich wurde immer hängen gelassen am Ende. Und deswegen, nö. Ja, und der latscht da auf dem rum. Das ist jetzt das neue Campen anscheinend. Weil man kann ja jetzt nicht mehr aufhängen und stehen bleiben. Aber ich glaube, bei dem hatte das einen anderen Grund. Ich glaube, der hatte Blutwächter am Ende. Und der wollte aufheben, wenn ich das Tor aufmache. Was aber halt dumm ist, weil... wenn er ihn aufhängt, kann ich ihn ja eh nicht mehr retten. So, das heißt, wenn ich das Tor aufmache, renne ich ja automatisch raus und lasse ihn zurück. Hier habe ich gedacht, ach komm, ich guck noch mal, ich versuch's noch mal. Vielleicht kriege ich ja die Voids auf. Vielleicht kann ich ja über die Voids noch mal hingehen oder so. War mir dann aber unsicher. Das ist so ein Moment, wo du denkst so, okay, was mache ich jetzt? Am Ende renne ich jetzt dorthin, versuche ihn aufzuheben, kassiere dafür einen Schlag und am Ende liegen wir beide. Weil ich verletzt bin, er ist verletzt und die Singularität kriegt uns einfach beide. So, und was habe ich dann gekonnt? Dann habe ich mich zwar für meinen Mate geopfert, bin aber selber tot. So, ich finde, man muss in DBD sich nicht auf Teufel komm raus für andere retten. So, und jetzt hat er nämlich aufgehoben und wollte aufhängen. Ja. Also, wenn ich mit Freunden zusammenspiele, tue ich auch alles, um sie zu retten. Oder in der SWF bin mit anderen Menschen. Müssen jetzt nicht zwingend Leute sein, die ich sehr gut kenne. Manchmal spielt man ja auch mit Leuten zusammen, die man irgendwo herkennt. Dann ist es für mich auch völlig fein, da alles zu geben. Jetzt mein Video zu Ende. Aber auf Teufel komm rauf, einfach irgendwelche Fremden zu retten, wenn es sinnlos ist. Nö, das mache ich nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr ein. So, und ja, das Video ist schon vorbei. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Ich hoffe, das Nachkommentierte ist so halbwegs okay für euch. Ich kann natürlich jetzt immer zu der Situation, in der ich mich da befunden habe, nicht mehr viel sagen, weil ich ja in dieser Situation gerade nicht mehr bin. Aber ja, ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Spaß. Also bis dann. Macht's gut. Übermorgen kommt die nächste kommentierte Folge. Tschüss. Jetzt bin ich ans Mikro geschnallt. Upsi. Bye, bye.